Ja, ein kleines Update am 4. Juni 2021 zum Zustand der Bananenstauden, Hanfpalmen und den Zitruspflanzen. Ja, so sehen die Bananenstauden aus hier am 4. Juni. Das ist ja jetzt noch nicht mal 3 Monate her. Da sah das wirklich richtig schlecht aus. Aber die Bananenstauden, die haben eine Kraft ohne Ende. Und jetzt die Wärme, die Feuchtigkeit, der Regen, die Sonne, alles hat dazu beigetragen, dass die Pflanzen sich wirklich gut entwickeln konnten. Und sie sind mächtig am Start. Auch die kleinen Ableger an der Seite der Bananenstauden treiben aus. Ich bin so begeistert hier. Das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Und die werden dies Jahr auch mit Sicherheit einen guten Zuwachs haben hier. Guckt euch dieses Grün an, diese ersten neuen wunderschönen Blätter hier, die sich da rausgepellt haben. Ich bin völlig begeistert. Also, selbst diese gefühlt minus 25 Grad im Februar haben den Bananenstauden im Endeffekt nicht geschadet. Die Hanfpalmen, die schieben jetzt auch, nachdem ich die Blütentriebe da rausgeschnitten habe, wo die ganze Kraft reinging, so eine Art Notblüte, die habe ich ja alle weggeschnitten. Das waren 14 Stück insgesamt an beiden Palmen. Die Speere, die sind jetzt richtig rausgekommen und das erste neue Blatt entwickelt sich und entfächert sich. Das ist eine wahre Freude. Also hier ist richtig Saft und Kraft am Werk. Ich bin begeistert. Also, Bananenstauden haben überlebt. Die Hanfpalmen haben überlebt. Guckt euch das an hier, das Blatt, da kann man jetzt schon, was weiß ich. Ich bin tagsüber auf der Arbeit, komme abends nach Hause und die Blätter entfalten sich. Selbst die Kleine hier, die ist in die Breite gegangen und da schiebt sich auch jetzt da zwar so ein etwas beschädigtes Blatt heraus, aber sie wächst. Sie wächst. Und die Chamaerops, die kleine europäische hier, selbst die hat sich hier wieder, sag ich jetzt mal, sie hat sich ein bisschen ausgebreitet und in der Mitte schält sich auch ein neues Blatt heraus und man sieht da auch schon einen neuen Speer für das nächste Blatt. Also, die haben alle überlebt. Ja, und die anderen 5 Muser, die ich da noch im Topf hatte, die habe ich jetzt einfach kurzerhand ausgepflanzt, damit die sich wirklich schnell und gut akklimatisieren können. Dann habe ich jetzt auf der anderen Seite, habe ich auch dann später eine kleine Bananenstaudenplantage hier. Und sieht alles ganz gut aus. Die Bananen, ja, das ist glaube ich die Mosella. Ne, das ist die Mosella. Die sieht super gesund aus. Die schiebt jetzt auch das zweite neue Blatt. Das andere war die Velutina, genau. Die einzige, die noch immer ein bisschen mickert, ist die Acuminata. Das ist wohl, ja. Das ist schade. Da muss ich ein Auge drauf haben. Hier, die sind wirklich noch sehr klein. So, und jetzt hier zu unseren Zitronen und Blutorangen. Die blühen und fruchten zeitgleich. Das ist ein Duft auf der Terrasse. Es ist unglaublich schön. Hier die Zitronen, da wachsen schon, da blühen und wachsen schon die neuen Zitronen. Dieser rote Austrieb ist einfach auch schön. Ja, und die kriegen ja auch irgendwie, das sind so zart rosa blühende Blüten. Und die sitzt voll, voll. Hier, das ist hier eine Blutorange, die blüht und das duftet und das ist schön. Ich werde diese Zitruspflanzen, werde ich jetzt am Wochenende, werde ich in größere Töpfe umsetzen, weil die Töpfe sind jetzt doch mittlerweile etwas zu klein geworden. Obwohl die schon ziemlich groß sind, aber ich habe auch Zitruspflanzendünger besorgt. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Danke. Tschüss.